meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier heute zu einer kleinen Pressekonferenz Bräurosl Festzelt 2023, würde ich mal darüber schreiben wollen, im Namen der Brauerei und natürlich auch im Namen von Franziska Kurpeintner und Peter Reichert. Herzlich willkommen. Die Wiesn 2022, und das ist nur ein sehr, sehr kurzer Rückblick, den wir machen, der hat uns alle durchaus herausgefordert. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Dieter Reiter, unser Nachbar hier, am 29. April in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass die Wiesn 2022 stattfinden kann. Wir alle haben bis dahin gehofft, gebankt, Daumen gedrückt, haben gesagt, ja, kann sie stattfinden, wird sie stattfinden, darf sie stattfinden. Letztendlich hat sie stattgefunden. Es war sicherlich für alle Beteiligten eine enorme Herausforderung, nach 2 Jahren Pause, zum einen die Mitarbeiter natürlich wieder zu bekommen, die auch unsicher waren. Ja, viele müssen sich Urlaub nehmen, viele konnten dann nicht mehr Urlaub nehmen, aber natürlich auch für die Zeltbauer und für alle die Wirte zusammen dieses Oktoberfest auf die Beine zu stellen. Es hat bis aufs Wetter im letzten Jahr im Großen und Ganzen doch sehr, sehr gut funktioniert. Und in der Bräurosl hatten wir natürlich die ein oder andere Anfangsschwierigkeit. Sicherlich hatten wir mit Peter Reichert einen Wirt rausgesucht, der Wiesn-Erfahrung hat als Wirt der Schönheitskönigin damals. Aber es ist natürlich auch eine andere Dimension. Eine Schönheitskönigin und eine Bräurosl, ein großes Bierzelt mit 8000 Plätzen ist schon einmal, wie ich immer sage, ein Tanker. Ja, es gab die ein oder anderen Themen. Ich denke, es wurde genug darüber berichtet, es wurde genug darüber geschrieben. Die Dinge sind abgearbeitet oder in finaler Bearbeitung, aber wir wollen heute nach vorne schauen. Wir wollen nach vorne schauen. Die Brauerei hat sich natürlich das sehr zu Herzen genommen, denn wir sind stolz, ein Festzelt auf dem Oktoberfest betreiben oder beziehungsweise beliefern zu dürfen. Und natürlich ist es in unserem Sinne, dass das auch alles gut läuft. Und wir haben uns das zu Herzen genommen, aber nicht nur wir, sondern auch, jetzt stehe ich mir ein bisschen zur Seite, dass ich nicht da bevor ich stehe, Entschuldigung, sondern auch ihr habt euch das sehr zu Herzen genommen. Hausaufgaben sind gemacht worden, und zwar mit Beginn des Abbaus bis hin jetzt vor dem Aufbau. Und wir dürfen Ihnen, beziehungsweise nicht wir als Brauerei, sondern unsere Wirtsleute mit ihrem kompletten Team, die Sie ja alle versammelt sehen, werden Ihnen jetzt berichten, was wurde alles vorbereitet, was wurde alles erarbeitet, welche Punkte hat man nochmal intensiv aufgegriffen, sodass wir für das Oktoberfest 2023 in der Bräurosl gut aufgestellt sind. Hinten sehe ich noch Sebastian Rahm, richtig? Ich kenne ihn nicht unter Sebi Rahm, aber ich denke, dass er Sebastian Rahm heißt, der als Betriebsleiter auch fungieren wird. Da sind wir natürlich auch sehr froh, dass wir hier noch kompetente Unterstützung haben. Er steht jetzt nicht hier vorne, aber hier haben wir ein entsprechendes Kompetenzteam versammelt. Und wir sind sicher, dass wir gut aufgestellt sind, dass wir gemeinsam gut aufgestellt sind. Und wir freuen uns auch, das darf ich auch noch mit dazu sagen, dass wir Paxus Security, den Manuel Ivancic, gewinnen konnten, der schon 2 Zelte der Brauerei betreut, nämlich das Hacker Festzelt und das Palaner Festzelt. Und er wird in diesem Jahr mit seinem Team kompetent auch die Bräurosl betreuen. Da freuen wir uns sehr drüber, weil wir seit vielen Jahren sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Und da hat es nie was gegeben und da wird es auch nichts geben. Da bin ich ganz sicher, dass das passt. Er kann gut mit seinen Mitarbeitern jonglieren und reagieren, wenn was ist. Also auch hier schließen wir den Kreis. Und jetzt darf ich an euch übergeben, denn es ist euer Betrieb. Ihr müsst es betreiben. Wir liefern das herrliche Hacker Bschorbier dazu. Und drum jetzt eure Bühne und dann gerne auch nachher dann die Fragen.